Hallo, liebe Freunde. Ja, willkommen zurück zu Haus auf Sausendors. In der letzten Folge kann ich mich nicht mehr so ganz genau erinnern. Ich weiß nur, dass wir hier den Korken eingesetzt haben. Hier war nichts mehr. Oder waren wir ja schon. Und, ach, hier müssen wir die Steine entfernen. Genau. Ein Schleifstein. Auf jeden Fall ist ein kleiner Fehler unterlaufen. Ja, jemand wollte sich erhängen. Und zwar... Was ist das denn? Und zwar, ich weiß nicht wie, sind zu viele Folgen ineinander geraten, was falsch war. Ihr habt nichts verpasst, aber ich verstehe den Fehler auch nicht ganz egal. Deswegen muss ich schnell aufnehmen. Ich glaube nicht, dass die Folge heute noch kommt. Ab morgen geht's wieder los mit House of Thousand Doors. Und jetzt muss ich erstmal gucken, wo wir denn hin müssen. Karte. Ach genau, wir haben ja ein Porträt. Vielleicht kommt ab übermorgen auch wieder, sagt schon Leute, How to Survive. So, fehlen nicht mehr so viel auf der Wand. Ich mach ganz super, ich muss aufpassen, dass ich nicht außerhalb des Bildes klicke. Und jetzt müssen wir zurück in den Garten des, ich gehe erstmal in den Garten des Bildhauers. Und mal schauen, was der da so hat. Schlüssel. Für die Haustüre. Yes. Ein neues Haus. Ach, ich muss die Tür erst aufmachen. Hat er denn so einen Briefkasten? Ein Riss im Herz, das haben wir ja schon gelesen. Hier ist nichts mehr, ne? Gut, dann gehen wir mal rein in die gute Stube. Stube. Da, oh. Das Haus des Bildhauers. In diesem Haus regiert das Chaos. Überall sind Stücke aus Marmor verstreut und das Essen ist verdorben. Hat Ned versucht, sich zu Tode zu hungern? Der arme Mann konnte nicht mit dem Tod seiner Frau fertig werden. Aha. Herr Stark stirbt aus unbekannter Ursache. Ein Nachbar von Ned Stark sagte, dass Ned nach dem Tod seiner Frau verrückt wurde und von der Idee besessen war, sie wieder auferstehen zu lassen. Ned Stark hat aufgehört, sich mit anderen Menschen abzugeben und weigerte sich zu essen oder zu trinken. Die örtlichen Behörden baten die Polizei um Hilfe, um in Starks Haus zu gelangen, aber es war zu spät. Der Bildhauer war bereits tot. Seine Leiche lag neben einer Statue von Sylvia Stark. Alle Anwesenden sagten, die Statue war das Schönste, was sie je gesehen haben. Jetzt müssen wir doch mal ins Tagebuch gucken. Okay. Jetzt weiß ich, was Ned getötet hat. Angst. Er starb bei einem Versuch, die Schönheit seiner Frau in Form einer Statue zu replizieren. Es gelang ihm aber... Er bezahlt einen schrecklichen Preis dafür. Also, wo ist die Statue von Sylvia? Im Haus? Oh, schicke Schuhe. Die Sachen gehörten Sylvia. Ned hat sich nach dem Tod seiner Frau wohl dagelassen, wo sie waren. Ein Koffer. Da muss ich noch was einsetzen. Und zwar einen silbernen Totenkopf. Und einen goldenen Totenkopf. Da fehlt aber immer noch was. Ach ne, Minispiel. Platziere jeden der Schädel an seinem korrekten Platz. Klicke auf einen Schädel, um ihn zu bewegen. Ach, okay. War ja schwer. Ein Porträt. Ein Schleifstein. Mehr nicht. Ein Hut. Der Hut und der Schal haben dem Eigentümer des Hauses gehört.
und ein Bild von den beiden, Herr Stork und Mrs. Stork. Der Hut und der Schal haben... Achso. Ein Hochzeitsfoto des Storks. Sie waren ein wirklich schönes Paar. Mhm. Ja. Er hat etwas in seinem Maul. Das geht nicht. In der Schatulle muss etwas Wertvolles sein. Ich muss den Schlüssel finden. Ned hat eine Pistole? Leid und Verzweiflung haben ihn an den Rand des Selbstmordes getrieben. Vergib mir, Liebling. Ich kann nicht ohne dich leben. Ich hoffe, dass dich diese Statue zu mir zurückbringen wird. Aha. Yeah, und ein Expertenobjekt. So, hier haben wir anscheinend alles. Ich gucke nochmal hier oben. Gut. Gehen wir mal in die Bildhauerwerkstatt und setzen da den Schleifstein ein. So, setz ihn ein. Baue die Schleifmaschine zusammen. Was? Oh. Ach. Boah, wir sind echt der Wahnsinn. Wir sind der Wahnsinn. Mit dieser Schleifmaschine könnte ich so gut wie alles schärfen. Könnte ich so gut wie alles schärfen. Der Gegenstand kann ich schärfen. Haben wir denn was zum Schärfen? Ich glaube nicht. So, gehe ich mal zum Friedhof. Wir haben hier sehr viele Selbstmorde, Tote und Verrückte in diesem Haus. Ach, mit Angel können wir ja. Sehr schön. Die Zange herausholen. Ja, hier brauchen wir das Herz. Das haben wir momentan nicht. Der viereckige Schlüssel, der war, müsste doch für die Schatulle hier sein. Nein. No. Ab in den Keller. Ich muss mich ja erstmal wieder zurechtfinden. So, oh, ein Wimmelbildspiel. Ach, hier können wir ja den viereckigen Schlüssel einsetzen. Ach. Das war noch nie was für mich. Stern. Dreieck. Okay, dann hier. Yeah. Yeah. Und nur noch ein Handfeger. Kohl, Maracas, so an meine lieben Kommentatoren. Also eigentlich bin ich ja der Kommentator. Die meine beiden Videos aber so fleißig kommentieren. Was ist ein Maracas? Tannenbaum, also das weiß ich. Tannenbaum, Brot, Zwiebel, Dosenöffner, Becher mit Saft, Nudelholz. Nudelholz. Holzstämme. Ist das ein Maracas? Nein. Holzstämme.
Erdbeere. Saftpresse, aber der Griff fehlt. Erdbeere. Chamäleon. So gut getarnt. Wasserhahn. Was brauche ich denn noch? Kohl. Ha. Maske. Auge. Zwiebel. Die Sonne brauchen wir jetzt. Dosenöffner. Die Sonne habe ich ja eben schon gesehen, da. Tannenbaum. Ach, der Wasserhahn. Brot. Habe ich das Brot nicht eben auch schon gesehen? Brot. Auge und Maracas. Wenn ich jetzt wieder alles von neu machen muss, raste ich aber aus. Nein. Ist hier? Nein. Was ist das denn da? Ein Becher mit Saft. Und das Auge. Ein Becher mit Saft. So, was ist ein Maracas? Oder Maracas? Ich muss leider wild rumklicken. Ah, okay. Also rasseln. Ich nehme das unter Rasseln. Holzstämme. Wofür brauchen wir denn nochmal die Holzstämme? Holzstämme. Ich gehe erstmal die Porträts einfügen. So. Nur noch der Oberbaba fehlt. Bildhauerwerkstatt. Können wir mit der Schippe etwa... Kleinen Moment. Kann ich mir das schon vorstellen? Ach so, ich da wollte schön mit... Ah, das Herz. Mit Kehrschaufel und Handfeger machen. So ab in zum Friedhof. Nicht, wenn uns da jetzt die Geister ins Gesicht springen. Hilfe. Oh, hallo Ned. Flanders. Was hat eine gute Ned zu sagen? Neddy Ned, Ned.
Na, komm schon. Incredible. Can you really see me? I'm so glad. Perhaps you'll be able to help me. No problem. After my wife Sylvia died, I tried to recreate her face in marble, but I failed. Oh, man. I couldn't make the cold, dead stone look like she did. The face looked like any other bust. After several sleepless weeks, I went mad. I dug up my wife's grave, took her skull, and used it as a model for the head of my statue. Alter. Since then, I've been unable to find peace or Sylvia's soul. Please return Sylvia's skull to its grave. Du krankes Schwein. Der Geist des Bildhauers. Mein Herr. Mein Herr? Ich kann kaum beschreiben, was dieser Wahnsinnige getan hat. Er hat das Grab seiner Frau geöffnet und benutzte den Schädel seiner Frau als Modell für eine Statue. Sind ihre Knochen im Inneren der Statue? Wenn ja, muss ich sie zum Grab zurückbringen. Will ich nicht. Hat Ned die Leiche seiner Frau ausgegraben und den Schädel entfernt? Es gibt wohl einen Weg, nur einen Weg, das herauszufinden. Mit einer imaginären Schaufel. Aber die haben wir leider nicht. Dann zurück. Warum denn wieder hier hin? Hast du denn irgendwas? Brauchen nur noch eine Axt. Und ein Wimmelbildspiel. Juhu. Wo wir dann wahrscheinlich die Axt kriegen werden. Engel, roter Schwan, Fächer, Schriftrolle, Geweih, Flasche, Lilie, Fernglas, Flasche. Schwan. Ich muss den Schwan anmalen. Engel. 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 Krone. Lilie. Was ist das denn? Fächer. Fernglas, was ist das? Eine Schriftrolle. Eine Muschel. Hier eine Schaufel. Die brauchen wir. Muschel. Besen. Zwar nur ein Teil des Besens, aber Besen. Krone. Knochen. Moment. Ich habe gerade. So. Knochen. Gucken wir doch mal hier rein. Geweih. Holz. Ach, Holzhammer. Holzhammer. Geweih. Geweih, Geweih. Spaten. Ach so. Schön hast du das gemacht. Auge. Das ist es. Nein. Das ist Geweih. Ah. Geweih. Die Lilie. Das Fernglas. Wo ist das Fernglas? Und den Knochen. Knochen und Fernglas.
Knochen. Boah, der war aber ekelhaft. Ich dachte, das wäre der Fuß. Und ein Fernglas. Da. Ja, pünktlich zum Folgenende erhalten wir jetzt den Spaten. Das wäre realistisch. Erhalten wir die Schaufel, eben noch Spaten, jetzt Schaufel, irgendwann Kehrblech, dann was weiß ich nicht was. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns zum nächsten Mal. Tschüss.